Heute geht es mal wieder um Einzelaktien aus China. Zum Teil defensiv, zum Teil eher spekulativ, aber aus einem Sektor, der sich in Zukunft wieder deutlich besser entwickeln könnte, als es die letzten Jahre getan hat. Willkommen bei Zukunftsmärkte. Mahlzeit. Die sind gut. Heute geht es mal wieder um China. Und wir könnten jetzt natürlich wieder reden über den Absturz der China-Aktien und die Lockdowns und das schwache Wachstum und die vielen, vielen Krisen, die wir gehabt haben. Die Immobilienkrise, die Regulierungen, die geopolitischen Spannungen, nicht, dass wir es nicht schon tausendmal getan hätten. Und darum reden wir heute auch mal nicht drüber, weil es gibt sowieso Themen, die viel, viel wichtiger sind, nämlich zum Beispiel Instant-Nudeln. Alle reden über irgendwelche Krisen, aber keiner redet darüber, dass es hier bei uns inzwischen eine eklatante Instant-Nudel-Knappheit gibt. In vielen Supermärkten sind sie definitiv fast vergriffen. In den Asienläden, da kriegen sie noch ein paar natürlich, aber ansonsten fast leere Regale, wo man hinschaut. Ein mittelschweres Desaster. Und ich persönlich habe ja mit Fast Food und mit Junk Food schon lang meinen Frieden gemacht, weil ich stelle mich eben auch nicht jeden Tag in die Küche und mache da stundenlang irgendwelche Menüs und am Ende dann vielleicht noch aus irgendeiner Kochbox oder sowas. Wer sich danach ausrichtet, was einem die Kochbox so liefert und anbietet, der hat die Kontrolle über sein Leben verloren. Frei nach Karl Lagerfeld. Aber vielleicht haben Sie ja andere Erfahrungen gemacht. Ich lasse mich da auch gern belehren. Jedenfalls das krasse Gegenteil zur ausgewogenen Mahlzeit mit frischen, gesunden Zutaten. Das ist hier die Instant-Nudel. Das Junkfood schlechthin eigentlich. Aber warum kriegt man kaum noch welche? Vielleicht, weil man ja bei uns in 11 von 25 Stichproben Ethylenoxid gefunden hat, was wirklich nicht besonders gut ist. Oder weil sie ja auch an sich ernährungsphysiologisch völlig wertlos sind. Sodass man, wenn man sie zu oft isst, irgendwann mal aussieht wie der hier. Und die arme Gestalt, die sitzt nicht aus irgendeinem Gruselcomic, sondern die ist von der offiziellen Werbe-Homepage von Nissin Foods, dem Erfinder der Instant-Nudel, zu dem wir auch gleich noch kommen. Das weiß man aber alles natürlich und sie sind trotzdem unglaublich praktisch, die Instant-Nudeln. Ein Paradebeispiel eben auch für den asiatischen Pragmatismus. Sie sind uns einfach voraus. Und am bekanntesten bei uns sind sie immer noch in dieser klassischen Form hier, da haben wir den klassischen Trockennudelblock eingeschweißt mit ein paar Gewürzen, das mischt man sich dann an. Gibt es inzwischen auch richtig für den deutschen Markt in deutscher Aufschrift auch. Früher war da nur so ein, bei den Zutaten so ein weißer Zettel drüber geklebt, da ist dann auch schon mal Pork Flavor übersetzt worden mit Schweinegeruch. Dann gibt es natürlich die verschiedenen Bechernudeln, auch bei uns inzwischen in der Luxusausführung. Sowas hier, also mit kleinen Löchern auch im Deckel. Da kann man dann, wenn man das gemischt hat und wenn die Nudeln durch sind, das heiße Wasser direkt wieder auch abgießen. Produziert Müll ohne Ende natürlich, ist aber trotzdem auch sehr beliebt. Die sind übrigens auch von Nissin Foods, hier sieht man es. Und das ist der Chart der Nissin Foods Company, der China-Ableger in Hongkong-Dollar. Der Chart ist von TradingView, die Aktie ist schon auch gefallen nach Beginn vom Ukraine-Krieg. Aber im Gegensatz zu vielen anderen Aktien hat sie sich dann aber eben wieder schnell und stark erholt und liegt damit im Jahresvergleich jetzt eben auch 15% im Plus. Das ist auch im internationalen Vergleich sehr gut und umso erstaunlicher, weil ja zum Beispiel der Hang Seng China Enterprises Index in der gleichen Zeit nochmal um 35% eingebrochen ist. Und in Euro, also aus Sicht von einem deutschen Anleger, der sie gekauft hätte, da sieht es sogar noch besser aus, weil in der Zeit auch der Hongkong-Dollar gestiegen ist. Also eine Aktie, die dieses Jahr in dieser schwierigen Zeit jetzt sicherlich gerne jeder gehabt hätte.
Und dann gibt es noch den Mutterkonzern aus Japan, das ist jetzt Nissin Foods Holdings in Yen. Ich schreibe Ihnen die WKNs hier auch noch drunter. Das ist auch optimal gelaufen im Jahresvergleich. Das ist eben die Instant-Nudel. Besser als Gold, auch in der Krise eine sichere Bank. Und die Japan-Mutter, die bedient den gesamten Weltmarkt und hat auch noch andere Sparten und andere Bereiche. Aber die Hongkong-Tochter, die wir zuerst gehabt haben, die bedient den chinesischen Markt, der aber natürlich sehr, sehr wichtig ist. China steht für ungefähr 40% vom gesamten globalen Instant-Nudel-Konsum. Und Nissin Foods hat die Instant-Nudel erfunden, wie gesagt. In Yokohama gibt es auch das Cup Noodles Museum. Wer das nicht gesehen hat, der hat Japan nicht gesehen. Und allein von diesen Bechernudeln werden jedes Jahr weltweit 100 Milliarden Portionen verkauft und gegessen. Und ich konzentriere mich hier jetzt aber auf die Hongkong-Tochter. Warum ist die Aktie dieses Jahr erst gefallen und dann wieder stark gestiegen? Sie war natürlich auch ein Lockdown-Profiteur. Also wenn man jetzt eben das Gefühl hat als Chinese, man kann da jederzeit 2 Wochen lang zu Hause eingesperrt werden, dann legt man sich wahrscheinlich Vorräte an, die nicht verderben, zum Beispiel Instant-Nudeln. Und das haben einige Chinesen offensichtlich auch gemacht. Das Problem war aber auch, dass ja die Rohstoffpreise erstmal stark gestiegen sind in der ersten Jahreshälfte. Und man braucht dafür ja zum Beispiel Weizenmehl, Palmöl und solche Sachen. Dann natürlich Energiekosten und Transportkosten, das ist alles gestiegen. Aber inzwischen sind die meisten Rohstoffpreise wieder deutlich runtergegangen. Das ist das eine. Und Nissin Foods hat eben auch die Preise erhöht und hat das am Markt auch durchsetzen können, was ja auch sehr wichtig ist. Und dadurch haben sie ihren Umsatz im dritten Quartal nochmal um 4% gesteigert, aber den Gewinn eben sogar um 20%. Das ist schon sehr ordentlich in so einer Zeit. Und hier habe ich Umsatz in den letzten 5 Jahren plus die ersten 9 Monate in diesem Jahr. Daran sieht man schon, der Umsatz ist es nicht rasend gestiegen, aber er ist eben zuverlässig gestiegen. Und das ist gerade in solchen Zeiten ja schon einiges wert. Und das gleiche eben auch mit dem Gewinn, der den Aktionären anrechenbare Gewinn, der ist meistens sogar stärker gestiegen, außer im Jahr 2021, da hat er stagniert, weil sich ja auch da schon die Rohstoffpreise verteuert haben. Und 2022 wird er aber eben wahrscheinlich wieder relativ gut zulegen, was sich jetzt ja schon abzeichnet. Jetzt kann man natürlich sagen, naja, im Grunde sind die ja eigentlich einfach nur ein Lockdown-Profiteur, aber ganz so einfach ist es nicht. Es gibt nämlich Wettbewerber auch und bei denen ist es zum Teil deutlich schlechter gelaufen. Allen voran Tingji. Tingji ist eine Tochtergesellschaft von einem Lebensmittelkonzern aus Taiwan und die sind eigentlich Marktführer von Instant-Nudeln in China mit der Marke Master Kong. Und da ist aber der Gewinn deutlich zurückgegangen, zumindest im ersten Halbjahr. Mehr Zahlen haben wir da noch nicht. Um 38% trotz eines Umsatzanstiegs von 8%. Und hier haben wir auch da den Einjahreschart, sieht komplett anders aus als bei Nissin Foods. Eher schon wieder chinesischer Gesamtmarkt, kann man sagen. Und sie haben sich eben auch von ihrem Hoch im Ukraine-Krieg ungefähr ein Drittel an Wert verloren jetzt und sind damit auch auf einem mehrjährigen Tief. Tingji ist auch ein bisschen anders. Sie haben neben Nudeln auch eine Getränkesparte und die ist eigentlich die wichtigere Sparte mittlerweile schon. Die steht inzwischen für 60% vom Umsatz. Tingji ist zum Beispiel der Partner von Pepsi in China. Sie haben also Pepsi, sie haben Sprite, dann Mineralwasser und jede Menge auch so Eistees und Milchtees und Kaffeegetränke, so die, wie die, mit, die man sieht mit dem Starbucks-Level. Label. Es sind aber in beiden Bereichen die Umsätze hochgegangen und die Gewinne und die Margen trotzdem runter. Wegen der Rohstoffpreise und weil es Tingji eben offensichtlich nicht in der gleichen Weise geschafft hat wie Nissin, dass sie höhere Preise haben durchsetzen können. Mit Premium-Produkten eben zum Beispiel. Ich sehe aber auch für Tingji eben nicht völlig schwarz, gerade dann nicht, wenn sich der globale Abschwung jetzt noch verschärfen sollte.
Weil dann ja sehr wahrscheinlich auch die Rohstoffpreise weiter fallen würden und im Gegenzug dann eben auch die Margen wieder steigen könnten. Und der chinesische Produzentenpreisindex, der ist eben im Oktober erstmals seit 2020 zurückgegangen um 1,3%. Und damit wären chinesische Konsumaktien möglicherweise ein ganz gutes defensives Investment, weil sie jetzt positiv überraschen könnten. Und abgesehen davon, man kann der chinesischen Regierung jetzt viel vorwerfen. Aber, und auf dem Parteikongress jetzt, da waren sie ja auch nicht gerade wirtschaftsfreundlich, wieder mal. Aber was die chinesische Regierung definitiv schon anstrebt, natürlich, das ist eine breite Steigerung der Massenkaufkraft. Und darum gibt es auch so Analystenkommentare wie der von Jefferies neulich, die gesagt haben, in ein China-Portfolio mit Anlagehorizont 5 Jahre, da sollte man jetzt 50% in Konsumaktien investieren. Also nicht Technologie, auch nicht Industrie, sondern der gebeutelte Konsumsektor. Der ist es jetzt, laut Jefferies. Und wir haben ja überhaupt für China jetzt wieder eine gewisse Analysten-Euphorie tatsächlich. Trotz aller Probleme gibt es jetzt wieder etliche sehr positive Kommentare von Goldman Sachs zum Beispiel, von JP Morgan und auch von etlichen anderen. Und darum, um dieses Thema, da geht es morgen in unserem Zukunftsmärkte-Report. Wo stehen wir gerade bei chinesischen Aktien? Wie wird da auch von den Analysten argumentiert und was ist davon jeweils zu halten? Weil die letzten 2 Jahre ist es ja mit chinesischen Aktien zum Teil natürlich auch aus gutem Grund ja ziemlich schlecht gelaufen. Und die Reports von uns sind kostenlos. Sie können sich einfach dafür eintragen auf www.zukunfts-märkte.de, wenn Sie es noch nicht gemacht haben. Der Link dafür ist auch hier nochmal unter dem Beitrag. Morgen, wie gesagt, zum wiedergekehrten Optimismus verschiedener Analysten für China, was ja nach allem, was passiert ist, nicht unbedingt nahe liegt. Nissin und Tingji sind also eher defensive Konsumaktien. Davon gibt es auch noch viele, viele andere in China. Man kann jetzt das Pferd aber natürlich auch komplett von hinten aufziehen und sagen, ich will es aber spekulativer und ich setze drauf, dass früher oder später eben doch wieder Lockdown-Lockerungen kommen. Anzeichen dafür gibt es ja auch zurzeit wieder mal. Und dann gehe ich eben in Aktien aus der Systemgastronomie in China, die ja speziell unter den Lockdowns stark gelitten haben. Und da verweise ich auf das Video, das ich im August gemacht habe. Da geht es ausführlich um den chinesischen Fastfood-Sektor mit etlichen Einzelaktien. Und hier ganz kurz zum Beispiel jetzt nochmal Haidilao. Das ist der 5-Jahres-Chart jetzt. Eine Hotpot-Kette in China, die irrwitzig schnell gewachsen ist. Und dementsprechend ist die Aktie auch stark gestiegen bis Ende 2020. Das hat sie aber alles wieder eingebüßt, die letzten 2 Jahre. Und das Unternehmen war im ersten Halbjahr jetzt auch defizitär. Und wenn sich aber die Lage in China wieder verbessern sollte, dann hätte man da eben möglicherweise auch einen entsprechenden Hebel nach oben. Und es gab ja jetzt auch schon in den letzten Monaten Erholungsversuche bei der Aktie. Das ist natürlich spekulativ. Weniger spekulativ ist Yum China. Das ist der China-Ableger von Yum Brands und die betreiben in China Kentucky Fried Chicken, Pizza Hut, Taco Bell und solche Sachen. Und da waren die Kursschwankungen auch deutlich geringer als bei Haidilao. Dafür ist die Aktie nicht wirklich billig, leider, mit einem KGV für dieses Jahr von knapp 30. Es ist aber eben eine Qualitätsaktie, die seit ein paar Wochen auch wieder relativ stark anzieht. Und beeindruckend war da zum Beispiel, dass sie im schwierigen dritten Quartal jetzt auch wieder ihren Gewinn zum Vorjahr trotzdem fast verdoppelt haben. Und inzwischen haben sie auch ihr Primärlisting in Hongkong. Das heißt, die Listing-Gefahr mit den US-ADRs und so, das spielt da jetzt auch keine Rolle mehr, wenn sie die entsprechende Hongkong-Aktie haben, die ja auch in Deutschland handelbar ist. Und die übrigen Aktien, die ich heute genannt habe, das sind sowieso alles auch Hongkong-Originalaktien ohne diese Delisting-Problematik. Kentucky Fried Chicken und Pizza Hut, das kommt in China hervorragend an. Und sie haben inzwischen auch mehrere neue Ketten, die auch gut wachsen in China und haben im dritten Quartal auch 240 neue Filialen eröffnet. Es läuft also eigentlich wieder ziemlich gut.
Ein mögliches Risiko wäre vielleicht, wenn sich die Beziehungen zwischen China und den USA nochmal deutlich verschlechtern würden. Bis jetzt spielt es noch keine große Rolle bei denen für den Umsatz. Aber wenn das käme, dann kann man sich vielleicht auch vorstellen, dass da Kentucky Fried Chicken oder Pizza Hut in China auch nicht mehr so populär wären. Und Kentucky Fried Chicken trifft ja auf den Auslandsmärkten nicht immer hundertprozentig auch den richtigen Ton. Hier eine Push-Meldung letzte Woche von KFC Germany, festgehalten auf Bild.de. Gedenktag an die Reichspogromnacht, gönn dir ruhig mehr zarten Cheese zum knusprigen Chicken. Es sollte denen in China am Todestag von Mao oder am Gedenktag an das Massaker von Nanjing oder so tunlichst nicht passieren. Werbung kann manchmal schon nach hinten losgehen. Und darum erinnere ich jetzt auch nur noch mal ganz vorsichtig an unseren nächsten Zukunftsmärkte-Report morgen zum chinesischen Aktienmarkt an sich und zu den entsprechenden Analystenkommentaren dazu. Und eigentlich ist es ja aber auch gar keine Werbung, weil die Reports sind ja für Sie völlig kostenlos auf www.zukunfts-märkte.de mit zartem Cheese und knusprigen Chicken. Da lobe ich mir doch meine Instant-Nudeln. Alles Gute Ihnen, Dankeschön fürs Zuschauen.